Wir haben ein bisschen was vorbereitet, ein Spiel. Und dieses Spiel heißt so. Hollywood oder Hollywood not. Und wir werden jetzt ein paar Vorsprechszenen vorbereiten. Wir werden die abwechselnd machen. Jella, möchtest du die Regisseurin sein? Hältst du da? Ja. Ja? Ja. Hast du Bock? Du hast ja, quasi, also du kriegst hier, wir haben die hier, also das sind ein paar Regieanweisungen, die, da kannst du dir die frei draus bedienen. Und das hier ist dann das Schild, du entscheidest, wenn das gut gespielt war, Hollywood und wenn nicht, Hollywood not. Krieg ich hin. Also, haue auf den Buzzer und läute die erste Castingrunde ein. Max fängt an, okay. Oh, was ist das? Das ist hier, Goethe. Das ist Goethe. Das ist der Erlkönig von Goethe. Kennst du Erlkönig? Ja, klar. Kennst du? Klar. Ja, bitte, Max von der Gröben, sprich bitte vor. Ach und so. Max, bitte tu es folgenderweise, nämlich in dieser Sprache. Zum Beispiel, wer ist da so am Fly sein Bienen durch Nacht und Wind? Warte. Das geht doch, warte. Ibims. Pass auf. Der Vater mit eins Kind. Ja, hör mal. Er hat den Boy, er hat den Larry, der hat in seinem Arm von der Wärme her. Fantastisch gemacht! Ende! Max von der Rund. Hat er die Rolle? Yes. Er hat die Rolle. Sehr gut. Hau drauf, nächste Castingszene. Die mache ich jetzt. Das ist eine Castingszene, das ist ernst. Das ist ernst, es geht um meine Zukunft, Leute. Hi, ich bin der Luke, ich spreche heute vor. Luke, kannst du, würdest du mir das mal als Priester, bitte? Okay. Ja klar, kann ich, habe ich vorbereitet. Danach darf ich nie wieder in der Kirche wahrscheinlich. Ha, ha. Mama, kannst du ein bisschen Hall auf die Stimme? Ha. Ha. Na. Da. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Machte zum Zum Amen. Amen. Ha. Oh, den hätte ich noch machen müssen. Für den Depp? Oh, den. Weiter. Du machst es. Und zwar machst du es. Wütend. Ja, aber mach es auch als, mach es auch als, wir wollen jetzt Theater hier rein, mach es auch als wütender Schauspieler. Gibt's wütende Schauspieler? Du schockst mir nicht durch das Spiel! Sag mal, bist du völlig irre? Du dumme Sau! Alter! Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum. Fiederbumm, du dummes Arschloch, du. Es kommt noch der Tag, in dem ich dir die Fresse haue. Mach doch einen Scheiß doch allein. Wow. Wow. Wir haben die Rolle. Also ich fand das eben unfassbar krass, wie du das gemacht hast. Also, du schaffst es, wie ich das gemacht habe. Das ist doch ein Arschloch.
Komm schnell auf den Buzzer, bevor du... Kuchen? Das ist ein... Du musst was aussuchen, Jella. So, ich muss was aussuchen. Ein Kuchenrezept. Wie soll man ein Kuchenrezept machen? Probier's doch mal so. Lecker. Also den Mädels hier vorne gefällt. Das Mehl und das Backpulver vermischen und in eine große Schüssel geben und Butter und Eier dazu mischen und alles gut kneten und für die Füllung die Butter schaumig schlagen und danach Quark und süße Sahne und Eier und die restlichen Zutaten danach in die Springform füllen. Eieiei. Jetzt schreib mal. Hat dich das ironisch gemacht? War nicht schlecht, oder? Wir haben alles mit Bravour gemeistert. Wir sind quasi an der Sat.1 Film-Schauspielschule alle angenommen. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr... Kann ja nichts mehr passieren. Da kann nichts mehr. Also wenn Sat.1 einmal sagt, hier läuft, dann läuft's. Wie viele Millionen habt ihr jetzt schon? Drei. Über drei. Über drei Millionen? Ja. Wahnsinn. Ich finde das fantastisch, dass ihr wirklich den deutschen Film so toll vertritt, dass ihr eine Trilogie schafft, dass sie so erfolgreich ist und dass junge Menschen wie ihr einfach euer Können auf so einer großen Bühne und auf einer Leinwand zeigen können. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Das ist euer Applaus. Oh. Jella Hase und Max von der Gröben von Fuck You Goethe.